Lieber Dad, ich habe es in einem Stück bis in die Alpen geschafft. Das Leben als Chalet-Girl hat seine Höhen und Tiefen. Ein Chalet-Girl, das nicht Skifahren kann, das ist unfassbar. Aber es ist immer noch besser als mein Leben in England. Oh Mann, das trinke ich nie wieder. Ich kann mich an kaum noch was erinnern. Ja, wirklich. Und hast du diesen Typen gesehen, der den ganzen Abend meine Titten angestarrt hat? Das war ja wohl echt peinlich. Ja, voll der alte Perversling und der hatte eine ganz haarige Brust. Oh Gott, war das eklig. Ja, das war... Ich ruf dich zurück, Babes. Im Ernst jetzt? Ja. Okay, fahren wir. Wirf deine Tasche hinten rein und steig ein. Well, number one, I enjoy skiing. I love it. So, I mean, to get to do a movie for a month in somewhere as beautiful as Austria and Germany in the Alps, it's great. You know, I mean, we've had such a wonderful time doing this, and it's felt like a vacation. Also, wer ist das alles? Das findest du schon raus. Du darfst auf keinen Fall immer so hilfsbereit sein. Regel 3. Er ist sowieso vergeben. Hast du eine Abfuhr gekriegt? Nein. Also, wie läuft das jetzt? Wie soll ich, mit ihnen reden? Oh, du redest gar nicht mit ihnen. Und schau ihn niemals direkt in die Augen. Und mach einen Knicks, wenn er vor dir steht. Oh. Hi, Stecknadelschwanz. Alte Matratze. Alles klar bei dir da unten? Ja, ja. Ich dehne mich nur. Verstehe. Ist das die neue Kraft? Ja, sowas in der Art. Oh, hi, ich bin Kim. Johnny. Und ich habe nicht wirklich einen Stecknadelschwanz. Als er 10 war schon. Hey. Oh, ich find's so toll, dass wir wieder hier sind. Hi, hi Süße. Wie geht's dir? Das ist Millies Nachfolgerin, Kate. Kim. Oh, und der Herzensbrecher hier ist Chloes Bruder Nigel. Nigel, der berühmte Nigel. Und der hat wirklich einen kleinen Schwanz. Hey, es kommt nicht auf die Größe an, sondern darauf, wo man ihn reinsteckt. Bitte ignoriere ihn einfach. Und das ist mein Dad Richard, nennt mich Dicky. Das wird nachher alles abgefragt. Dad, das ist Kim. Hallo, nenn mich Dicky. Danke, dass du eingesprungen bist. Mach einfach alles so wie Georgie. Und nicht das mit ihrem Kinn. Aber war das nicht ganz witzig? Das war eine einmalige Sache. Apropos einmalig. Hi! Oh. Das ist meine Frau Caroline. Die sich offenbar eine Halsentzündung eingefangen hat. Helft ihr uns mit dem Gepäck? Ja. Gib ihr eine Chance. Ich habe doch gar nichts gesagt. I enjoyed the whole thing, you know. I think what we had is a very charming, witty script. The people that were involved with it were fantastic. Snowboardfahren ist wie Skifahren, komischerweise, man verliert sich. I started training about a month and a half before we started shooting. Ich bin eigentlich nie Snowboard gefahren, auch nie Ski gefahren. Aber das Einzige, was ich wirklich gut kann, ist natürlich Schlittenfahren. Oh, it's fantastic. Everyone from Germany and Austria and all the British guys who came over. All up a mountain trying to make a film together. It's good. St. Anton has a fantastic atmosphere. Anybody that's been there will be able to see that. But and Garmisch has a lot of history there as well. So it was great, and I look forward to getting back to both locations at some point. It was absolutely incredible. I'd never been on a snowboard before. So the first time I got on a snowboard was for Powder Girl. And I just had the most exciting 3 months I've ever had in my life. It was perfect in every way.